Lass sie halt fantasiefrei drauf, sie nimmt die Nase. Erteile ihm einfach eine Lektion, die er nicht so bald vergessen wird. Wenn das dazu nötig ist, dann gut. So lobe ich mir das, sie zwinkert. Ich weiß, dass diese kleine Ratte sich irgendwo in Rondras Geschenk versteckt hält. Wenn du dich um ihn gekümmert hast, komm wieder zu mir. Ich habe eine gewarnt, die ich für besondere Freunde aufhebe. Oh, okay. Wie ich höre, kontrollierst du den Handel mit Bittergurkensamen in Trutzbucht. Ich möchte, dass du dem salzigen Masse einen besseren Preis machst. Du kümmerst dich um Kolfek, dann kümmere ich mich um dich und deine Freunde. Okay. Neue Aufgabe, Groll. Ja, ich weiß, wir gehen jetzt einen Pakt mit dem Teufel ein. Aber ich denke, das ist besser, als sie zum Feind zu haben. You ever feel underdressed? Ach, das hat mich Ada jetzt gerade gefragt. Und das ist Abrikan. Abrikan ist der Typ, der mich nicht leiden kann. Ein junger Mann lädt an eine teuer wirkte Vitrine aus Glas. Er hält einen juwelenbesetzten Kelch in der einen, eine aufwendig verzierte Pistole in der anderen Hand. Er grinst die Lippen rot vom Wein. Er lässt die Pistole meinen Finger würmen, betrachtet dich von oben nach unten. Du wirkst, als hättest du dich verlaufen. Was ist das hier? Du stehst im Haus, Dommel. Du hast dich entweder verlaufen oder du vergeudest meine Zeit. Er trinkt nur einen Schluck Wein. Wenn das alles war, dann auf Wiedersehen. Ja. Gut. Der andere Adlige wird sich schon was einfallen lassen mit dem Haus Dominel. Bei dem könnten wir übrigens auch noch mal kurz vorbeischauen. Ob der vielleicht Hilfe dabei braucht. You had 5 siblings? That's right. Between the 6 of us, I don't think the house has known a single day's quiet. Of course, a little chaos makes it far easier to get away with mischief. Yes, I can imagine that comes in handy. Jo. Kana hatte 5 Geschwister. Und Alof findet das ziemlich interessant. So. Reden wir noch mal mit dem Herrn hier des Hauses, wenn ich ihn finde. Da ist Fürst Raymond. Ich hoffe, es sei alles gut. Lebt wohl. Okay. Der kann uns also nichts Neues berichten. Ich denke mal, dann kommt er mit dem Haus Dominel ganz alleine klar. Was schade ist, denn Hagrim hätte sich gern noch etwas Geld verdient. Und ja, was das Haus Dominel angeht, das sind ja nur ihre beiden Kinder, die einen an der Waffel haben. Also der eine, der Haus Raymond überfallen wollte, mit dem wir jetzt gerade nochmal gesprochen haben, mit seiner schicken Pistole und dem Weinglas. Und die andere, die uns in Ondras Geschenk einfach angegriffen hat. So, jetzt gucken wir aber erstmal ins Sanatorium. Du hast dich zufällig einen kleinen Jungen gesehen. Ich lasse dich mal in Ruhe. Das muss ich mal kurz nachgucken. Geheime Fracht war das. Imattels Freundin Nanz ist eine Beseelerin. Du bist nicht Nanz, du bist Nedine. Okay, Nanz ist wahrscheinlich die unten im Keller gewesen. Und Hagrim ist ganz auf der Hut, wenn die was Böses mit dem Ding im Sinn hat, dann merken wir das gleich. Und dann sieht das schlecht aus für sie. Und dem anderen Beseeler müssen wir noch das Buch von dem Nekromanten abnehmen.
Dum-di-dum-di-dum. Was ich gerade noch so gucken wollte. Geh mal kurz ins Tagebuch. Ach, der hieß Gordy, der Junge am Kupferweg, für den wir den Dolch besorgt haben. Gut. Hier unten konnten wir uns noch nicht großartig umsehen. Du bist Bella Sesh. Ah, du bist auch nicht die, die wir suchen, oder? Brauchst du das auf was? Bist du der Beseder, der die Relikte von den Mattel gekauft hat? Von was? Noch nie gehört. Oh, auf Wiedersehen. Okay, da war er, sie es nicht. Du benötigst einen Schlüssel. Hier ist niemand drin. Und er ist, soweit ich weiß, gar keine Frau. Nein, du bist Modred. Welcome. Ja, bist du der Beseeler? Wer? Ich habe keine Zeit, mit Abenteuern zu feilschen, falls es darum geht. Nein, dann gehen wir mal kurz wieder weg. Nochmal Quick Save. Bei solchen Beseelern traue ich nicht. Welcome. Sagte der Dame Hellig etwas? Mordek zog zusammen. Hedrick? Er war, ist, meine ich, ein Kollege von mir. Er war zuvor das Nekromant, aber beschäftigte sich auch mit der Beseelung. Er hat mehrere Jahre im Sanatorium gearbeitet. Ich würde sagen, jeder hier hat schon einmal von ihm gehört. Es räuspert sich. Er hat vor kurzem seinen Posten verlassen. Ich glaube, er wollte sein Glück in den Valianischen Republiken versuchen. Er lädt sich vor. Die Fortschritte, die sie in der Beseelung machen, sind wirklich erstaunlich. Gewiss hast du davon gehört. Er hustet wieder. Vielleicht auch nicht. Kennst du eine Frau namens Rowena? Nein, ich verlasse das Sanatorium nur selten. Wegen Helig. Wie ich schon sagte, er arbeitet nicht mehr hier. Da habe ich was anderes gehört. Er schiebt sich die Nase hoch. Was willst du damit andeuten? Wenn das ein Scherz sein soll, ist er geschmacklos. Du hast ihm also keine Klinge in die Brust gerammt und ihn in die Katakomben geworfen. Er würde erleichtert sein, das zu hören. Mordred wird bleich. Wie konnte? Er seufzte und fährt wieder hart durch die Haare. Nun, gut, ja, ich habe ihn getötet. Ich habe diese Bestie getötet, weil sonst niemand den Mumm dazu hatte. Ein wahnsinniger Fahrer. Jahrelang hat er perverse Experimente durchgeführt, gesunde Seelen entstellt, beschädigte Seelen gequält und wozu? Er hat klamfatalischen Ureinwohner die Essenz abgezogen, um sich zu amüsieren. Er deutet den Gang hinab. Wenn die Öffentlichkeit nur die Hälfte seiner Schandtaten kennen würde, hätte sie das Sanatorium niedergerissen. Er stürzt zeug die Finger auf den Schreibtisch. Er hat das Sanatorium missbraucht, um seine kranken Neigungen zu verbergen. Er hat Schande über uns alle gebracht und die gesamte Wissenschaft gefährdet. Ich bereue nichts. Er beruhigt sich und mustert dich. Wie dem auch sei, nun kennst du die ganze grausame Geschichte. Helix Seele ist durch düstere Magie in seine Leiche zurückgekehrt. Er sinnt auf Rache. Helix sagt, du hättest ihm das Zauberbuch gestohlen. Nehmen wir mal das zweite. Ohne Zweifel. Er breitet die Hände aus. Aber jetzt verstehst du, warum ich ihn getötet habe. Warum ihn jemand töten musste. Wenn er dich geschickt hat, hoffe ich nur, dass ich dich überzeugen kann, zu ihm zurückzukehren und ihn ein für alle Mal zu töten. Helix sagte, du hättest ihm ein Zauberbuch gestohlen. Rodel runzelt die Stirn. Sein Zauberbuch? Was hat dieser Wahnsinnige dir erzählt? Ihm den Schlüssel geben. Er sagte, du würdest es in dieser Truhe dort drüben aufbewahren. Mordred nimmt den Schlüssel mit hinter der Hand. Sein Blick huscht zu der Truhe hinter dir. Er hat dich angelogen. Hier gibt es kein Zauberbuch. Und Helix wollte auch nie, dass du eines findest. Dieses jämmerliche Ding mit unstillbarem Durst nach Blut. Er schaudert. Danke, dass du ihn abgewiesen hast. Ich hoffe, ich kann dich überzeugen, zu ihm zurückzukehren und ihn ein für alle Mal zu töten. Er hat etwas, das ich brauche. Ich weiß nicht, was er dir versprochen hat, aber er hat dich schon angelogen, was das Zauberbuch angeht. Ich habe es nicht. Ist das, wenn das, was ich dir über diesen bösen hinterlistigen Mann gesagt habe, dich nicht überzeugen kann, weiß ich nicht, was dich noch überzeugen soll. Er wendet sich wieder sein Servieren zu. Wenn du ihm vertraust, tust du das auf eigene Gefahr. Will ich das Monster da drin befreien? Ich habe schon von Anfang an die Ahnung, dass da drin ein Monster ist. Die Truhe öffnen. Okay, ich kann sie... Habe ich jetzt einen Quicksave gemacht? Ich hoffe mal nicht.
Spiel laden. Aber wenn, dann kann ich automatisch das Sanatorium, den Autosave nochmal laden. Ich will nämlich jetzt mal wissen, was in der Truhe ist und ob man es töten kann. Oder ob es zuerst den Typen tötet. Wenn da nur irgendein Untoter drin ist, mit dem werden wir leicht fertig. Und was Mächtigeres kann da gar nicht drin sein. Oh, wir haben doch den Quicksave vergeigt. Also, Autosave laden. Was sein muss, muss sein. So. Sure. Dumm, die dumm, die dumm. Die Truhe aufschließen. Die Truhe erhält keine Zauberbücher oder Schätze. Stattdessen starrst du die wehenden Augen und die scharfen Zähne besitzt zur Stunde einer missgestalteten, monströsen Kreatur. Ihre gehörnliche Gestalt liegt unter knochigen Auswirkungen und schrecklichen Krallen. Geschockt erkennst du die vage Form eines jungen Mädchens unter den langgezogenen, verformten Knochen und der grauen Haut. Sie knurrt und springt aus der Truhe, nicht auf dich zu, sondern auf Mordred. Mordred hat keine Zeit mehr zu schreiben, bevor ihm die Kehle herausgerissen wird. Das ist ein Wicht gewesen. Ein Wicht hat ihn gerade instant gekillt. Nein, definitiv nicht. Also lade ich das Quicksave nochmal. Ich wünschte, ich könnte Mordred einfach aus dem Raum schicken, die Truhe und die Truhe öffnen und das Vieh töten. Good day, Stranger. Das können wir nochmal fragen. Ja. Ich habe da etwas anderes gehört. Du hast ihm die Klinge in die Brust gerammt. Helix' Seele ist durch düstere Magie. Er hat etwas, das ich brauche. How do you do? Wegen Helix. Helix sagte, du bist als Zauberbuch gestorben. Wenn du es nicht hast, wo ist es dann? Wie ich Helix kenne, ist das eine Art Witz, oder? Das, was er darunter versteht. Wenn du auch nur ein Wort von dem, was ich über ihn gesagt habe, verstanden hast, bitte kehre die Katakomben zurück und töte ihn ein für alle Mal. Dieser schändliche Mann wird nur Leid und Schmerz verursachen, solange es ihn gibt. Ihm den Schlüssel geben? Ja. Ich werde ihm den Rest geben. Gut. Hat das irgendwas an meiner Reputation verändert? Ich bin ehrlich. Ich bin etwas aggressiv. Okay, das ist... Lass ich nochmal durchgehen. Ich bin aber kurz vom Level ab. Sure. Okay, so wie es aussieht, ist diese Nahen nicht hier unten. Wenigstens haben wir Mordred so vor dem grausigen Schicksal bewahrt. Und jetzt kennen wir wenigstens die Wahrheit. Ich habe den völlig falsch eingeschätzt, den Kerl. Ich dachte eigentlich, er hätte das Monster dort eingesperrt, aber das war Helix. So, Sanatoriumswächter. Werner. Beseeler.